starten. Werte Anwesende, schauen Sie sich bitte schnell Ihr Handy an, ob das auf leise gestellt wird. Ist, sonst bitte umstellen. Wenn das passiert ist, dann schauen Sie sich einmal Ihre Fingernägel an. Nein, uns geht es hier nicht darum, wie die Ränder aussehen. Ihre Fingernägel sind seit einer Woche einen Millimeter gewachsen. In 10 Wochen wäre das 1 Zentimeter, so schnell nämlich wachsen die Fingernägel. Ihre Zehennägel lassen Sie jetzt beiseite, die wachsen nicht ganz so schnell. Und tagsüber wachsen die Nägel schneller als nachts und die Nägel am kleinen Finger wachsen schneller als die anderen Finger. Nun sind wir mitten im Thema Wachstum. Sie merken, Wachstum per se bräuchte keine menschlichen Einwirkungen, die Natur ist stark genug. Die alten Chinesen, allen voran Lao Tse, nannten die Kraft hinter dem Wachstum das Tao. Ich zitiere, Tao gebiert alle Wesen, Tao lässt sie wachsen, formt sie nach ihrer Art, verleiht jedem seine Kraft, lasse alles wachsen, aber halte nicht daran fest, pflege die Dinge, aber nimm sie nicht in Besitz. Soweit das Zitat. Also pflegen wir unsere Fingernägel, oder dann lassen wir sie halt eben los. Nun, loslassen gehört auch zum Wachstum, ohne dass wir Abgestorbenes über Bord werfen, ist kein Platz für Neues. Nun, meine Damen und Herren, steigen wir ernsthaft in unser Thema ein. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum diesjährigen Symposium der Ernst-Schmidheimer-Stiftung. Und wie immer stehen einige gewichtige Fragen im Raum, Fragen, die hoffentlich Ihr Interesse wecken und Sie einen Beitrag leisten möchten zur Beantwortung dieser Fragen. Und wie immer haben wir auch einige starke und kluge Persönlichkeiten eingeladen, um diese Fragen zu beantworten. Ob uns das gelingt, das sehen wir morgen Mittag. In der Einladung zum Anlass stand als letzter Satz des Tagungsthemas, welches Wachstum führt uns zu langfristigem Wohlstand. Es geht uns also während der nächsten Stunden zur Hauptsache um die Wechselbezüge zwischen wirtschaftlichem Wachstum und sozialem Wohlstand. Eine hochaktuelle Fragestellung, gerade in Europa mit enormer Bedeutung, wo ja mehr sozialisiert wird, das Wachstum in diesem Bereich viel größer ist als eigentlich das reale wirtschaftliche Wachstum. Und es tauchen bei mir bereits 4 Kriterien auf, um überhaupt ansetzen zu können. Erstens, Wachstum muss einen nachhaltigen Wert generieren, damit eben Wohlstand erzeugt wird. Zweitens, Wachstum muss sich irgendwie messen lassen, um darauf zu reagieren. Drittens, die generierten Werte müssen so verteilt werden, dass der Wohlstand der einen nicht zu revolutionären Aktionen bei den anderen führt. Und viertens, die generierten Werte aus dem Wachstum müssen sich wiederholen lassen. Das heißt, es muss eine kontinuierliche Zeitachse berücksichtigt werden und ein Zeitkreislauf. Ein Beispiel. Nehmen wir eine Pflanze, das ist ja ökologisch, die sehr schnell wächst und einen gewissen Wert generiert. Zum Beispiel Hanf. In 6 Monaten ist Hanf erntereif. Und so viel wie möglich aus ihren Pflanzen zu machen, ist es ratsam, sie bis zu einer Größe von 60 bis 70 cm wachsen zu lassen. Die leichte Unruhe, das muss ich entnehmen, dass Sie mit diesem Beispiel nicht einverstanden sind oder keine große Erfahrung damit haben. Aber nachhaltig wäre die Idee. Nun, ich gebe zu, ich habe in diesem Bereich persönlich auch keine allzu großen Erfahrungen. Ein bisschen mehr kenne ich mich mittlerweile beim Wein aus. Also nehmen wir mal Weinstöcke. Die wachsen halt einen ersten Ertrag. Sofern alles stimmt und das Tao keine asiatischen Kirschessigfliegen einschickt, dann geht das weiter. Gesunde Weinstöcke können 20 Jahre lang sehr reichhaltig Trauben generieren.
Einzelne Weinstöcke werden über 100 Jahre alt in ihrem Terrain zurückbehalten und gepflegt. Sie geben dann relativ wenig Trauben, dafür gehaltvoll. Wir können hier bereits drei Einflussfaktoren genauer anschauen, die mit Wachstum und Wohlstand verbunden sind. Zum einen die Zeitachse. Jedes Wachstum ist einem Rhythmus unterworfen. Es kommt eine Reife, eine Ernte und dann muss ein Wandel, ein Wechsel stattfinden. Im Product Marketing sind diese Zyklen seit langem bekannt, insbesondere bei den Markenartikeln. Und neben der Zeitachse haben wir als zweites die Messgrößen und beim Wein ist das Wachstum und Erntemenge. Dann kommt als drittes die Qualität. Beim Wein wird sie vereinfacht gesagt über den höchsten Grad gemessen. Qualität steht hier auch in Bezug zu geringen Mengen. Lassen Sie mich etwas konkreter werden. Tatsächlich ist der Weinbau ein gutes Beispiel für das Thema. Der Mensch lebt zwar nicht vom Wein allein, aber ohne Wein ist das tägliche Brot doch eintönig. Das wussten auch die Menschen in unseren Klöstern. Da kommt sofort noch ein Faktor ins Spiel, der das wirtschaftliche Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung einbringt, nämlich die Nachfrage. Welchen Wein wollen die Leute? Welche Qualität könnten sie überhaupt wahrnehmen? Was sind sie bereit zu bezahlen? Und das nicht nur als Konsument, sondern auch als Teil einer volkswirtschaftlichen Gemeinschaft. Denn der Wein braucht Boden. Und der Boden könnte vielleicht volkswirtschaftlich gesehen sinnvoller eingesetzt werden. Alle subjektive oder objektive Bewertungsfragen also. Nun, ich bin sicher, dass Fragen nach Bewertung in den kommenden Referaten und Diskussionen hier wieder auftauchen werden und darauf freue ich mich. In der anschließenden Diskussionsrunde ist es die grundsätzliche Frage Wachstum, Notwendigkeit für unsere Volkswirtschaft. Und nach der Kaffeepause wird uns Ralf Lüx bei den Gedanken eines intelligenten Wachstums vertraut machen. Und als letztes Referat für heute kommt dann Professor Franz Eberle auf unseren Nachwuchs zu sprechen, auf die Schülerinnen und Schüler, was wir ihnen mit auf den Weg geben sollen oder eben nicht. Aber lassen wir uns kurz auf das Beispiel des Wachstums mal weit zurückkommen. Ich selbst bin in Balgach im Rheintal aufgewachsen, meine Eltern hatten dort einen Weinberg. Alle, die sich heute daran erinnern, wie dieser Wein schmeckte, das sind einige von den Anwesenden, verziehen ihr Gesicht. Ja, er war nur genießbar, wenn man ihm einen anderen Wert beimaß. Zum Beispiel, dass eben die Familientradition sei oder weil man dem Patron einen speziellen Gefallen erweisen wollte. Nun gut, nach dem Tod meiner Mutter hatte ich damals entschieden, die paar Hektar zu erweitern und auf diesem Terrain einen Wein zu kultivieren, den man mit gutem Gewissen auch in besseren Restaurants anbieten könnte. Nun tauchen Grundsatzfragen auf. Wer ist geeignet, das nötige Know-how einzubringen? Welche Sorten? Welche Benefizierung? Welche Rentabilität? Wie vermarkten wir? Und für mich immer wieder ein Grundthema, wie lässt sich eine Rentabilität erreichen, die auch nachhaltig ist.
Wahlgach und der Burg wachsen heute, wie Sie das gesehen haben, gut gepflegte Trauben, aus denen ein respektierter und teilweise ausgezeichneter Wein gekeltert wird. Sie werden sicher noch Gelegenheit haben, diesen zu verkosten. Vor einiger Zeit haben wir am Zürichsee den Höckelsteiner Weinberg übernehmen können. Und damit sind die Investitionen in ein neues Gebäude, das haben Sie gesehen, und Kälterung notwendig geworden. Nun zum Thema Wein. Wein ist ein emotionales Produkt. Und Wein ist in der Mehrheit der Bevölkerung mit einem positiven Image und guter Bewertung besetzt. Das ist etwas anderes bei Wetter. Auch dies, wie Sie wissen, ein Gebiet, auf dem ich einigermaßen auskenne. Seit den alten Römern, und in abgewandelter Form auch schon früher, brachten zementartige Baustoffe die Prosperität in Bewegung. Straßen, Kanäle, Dämme, später Staumauern, Autobahnen. Ohne Zement und Beton wäre unsere heutige Zivilisation fast undenkbar. Und es schien über viele Jahrzehnte, gar Jahrhunderte, überhaupt keine Frage, ob die Rohstoffe an ein Ende kämen. Die Alpen sind ja groß genug und haben reichlich Kalkstein. Das lässt sich doch lange Zement und Beton produzieren. Und irgendwann hätte die Zürcher 80er-Bewegung ihr Ziel erreicht, nämlich den freien Weg aufs Mittelmeer. Nun gut, auch die Baustoffrezyklierung ist in den westlichen Ländern auf ein hohes Maß perfektioniert worden. Aber Steine? Steine gibt es doch weltweit fast wie Sand am Meer. Falsch, wie Sie sicher wissen. Selbst der Sand am Meer wird zur Mangelware. Vor einigen Wochen waren in den Medien ganz auf dieses Thema fokussiert. Sogar die Sandstrände am Schwinden. Warum denn das? Der französische Geologe Eric Chaumillon von der Universität La Rochelle hat drei Antworten. Erstens, der Klimawandel lässt den Meeresspiegel ansteigen, auch vermehrte Stürme sorgen für Erosion der Sandstrände. Zweitens, das freie, zum Teil mafiöse Absaugen von Sand direkt vom Meeresboden führt zum Nachrutschen der Strände ins Meer. Und es soll bereits Gegenden geben, wo große kriminelle Organisationen gezielt Sand von den Stränden abtransportieren und ihn dann verkaufen. Völlig absurd wird das, wenn dieser Sand danach dazu gebraucht wird, um große Hotelanlagen an den Küsten zu stellen. Die Touristen, die wegen der feinen Sandstrände kommen, gucken auf der einen Seite auf kahle Felsen am Meer und auf der anderen Seite auf nackte Mauern auf eine, wie der Volksmund sagt, verbetonierte Landschaft. Nun kommen wir näher an zum Thema. Es ist der Mensch, der Wachstum, Wohlstand, Nachhaltigkeit miteinander verbinden könnte. Könnte, aber es müsste, betone, es müsste eine Menschheit sein, die wach, klug, ethisch bewusst denkt und handelt. Und ich habe mein Referat mit dem chinesischen Lao Tse eingeleitet und möchte es mit dem alten Konfuzius beenden. Er sagte nämlich: Wenn die Natur den Sieg über die Bildung davonträgt, dann gibt dies einen Barbaren. Wenn die Bildung den Sieg über die Natur davonträgt, dann gibt das einen Pedanten. Und nur wenn Bildung und Natur harmonieren, ergibt das einen Edlen. Ich danke Ihnen. Beton, den werden Sie nicht vorgesetzt kriegen, den Wein, den werden Sie vorgesetzt kriegen. Und nun, meine Damen und Herren, haben wir vor uns eine Podiumdiskussion mit edeldenkenden Persönlichkeiten. Auf jeden Fall sind es Persönlichkeiten, die sich täglich viele Gedanken über Wohlstand und Wachstum machen. Frau Hasler, Herr Professor Binswanger, Herr Henke und Herr Professor Wellershoff, darf ich Sie bitten, auf dem Podium Platz zu nehmen.